Staffel 3, Team Edition Regeln und Location. Hey Leute, ich bin's Fritz und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, worum es heute geht. Vorweg aber noch eine wichtige Sache. Ja, es hat sich ein bisschen was geändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Und zwar gibt es einen offiziellen 7 vs. Wild Kanal. Das Ganze findet nicht mehr auf meinem Hauptkanal statt. Ich will ein bisschen anderen Kram auch noch machen können. Sondern wir wollten ein aufgeräumtes Gesamtbild haben. Deswegen auf jeden Fall kurz Video pausieren. Man könnte doch die Videos auch transferieren, oder? In die Videobeschreibung oder zum angepinnten Kommentar gucken. Dort ist das Ganze verlinkt und einfach dem offiziellen 7 vs. Wild Kanal schon mal folgen. Denn da laufen jetzt auch gerade schon die Uncut-Folgen der zweiten Staffel aus Panama. Und ja, es ist auch schon was online. Könnt ihr schon mal reinschauen. Ja, aber eigener Kanal ist smart. Ja, Leute, es musste passieren. Wir hatten Bock drauf und auch ihr als Community habt euch das Ganze gewünscht. Es wird eine Teams-Edition. Komm, hol's Maul und geh auf. Nein. Das heißt, dieses Jahr werden die Kandidaten in 7 Zweierteams ausgesetzt. Und eine wichtige Sache, diese Teams... 7 Zweierteams, sind das nicht voll viele? ...sollen aus Freunden bestehen, aus Leuten, die sich kennen und die zusammen durch dick und dünn gehen. Die an der ganzen Sache wachsen Mann. Und sich gemeinsam den Herausforderungen stellen. Die sich gegenseitig pushen und auch aufeinander aufpassen. Denn ganz wichtig, schon mal eine Regel vorweg, sollte... ein Kandidat ausscheiden, den Knopf drücken, nicht mehr können, am Ende sein, verletzt, wie auch immer, scheidet das komplette Team aus. Ja, ich finde, also jetzt so erster Eindruck, ich weiß nicht, was die geplant haben, wie die das machen, ob die, also was neu wird und so, kann ja sein, dass es mit so vielen Leuten dann geil ist, aber ich finde, 7 Teams, je 2 Leute mit 14 Leuten, ist viel zu viel. 7 vs. Wild, letzte Staffel, Staffel 2 war mit wie vielen Leuten? Knossi, Sascha, Nova, das war, mehr geht nicht. 7. Und ich fand, 7 Leute bei der normalen Staffel war schon viel anzugucken. Ja. Deswegen heißt es ja 7 vs. Wild, ne? Also scheiße. Ja, und deswegen, ja, okay, nee, okay, ich bin dumm. Oh mein Gott, Digga, scheiße. Ja, okay, nee, macht Sinn. Dann macht 7 Teams auch Sinn, weil es ist ja, ja, komm. Das bedeutet ganz klar, es gibt keine einzige. Das ist ja gut, dann macht. Dann, ja, die können nicht weniger Teams machen, weil macht keinen Sinn. Isolation mehr, wie in Staffel 1 und 2. Das haben wir jetzt ja mehrfach gesehen, auch wie Charaktere unterschiedlich sich verhalten in solcher Extremsituation. Was passiert, wenn man jetzt 2 Leute gemeinsam in solch ein Abenteuer wirft? Das heißt, wie kommen die 2 Personen miteinander klar? Wachsen die über sich hinaus? Streiten die sich? Gibt es Konflikte? Eventuelle Arbeitsteilungen? Sind gemeinsam vielleicht ganz andere Projekte möglich, die dort umgesetzt werden können? Alles viele Fragezeichen und ich bin sehr gespannt, was dort passieren wird. Bin auch mal gespannt. Und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam nochmal eine ganz kleine Zeitreise machen in die erste und zweite Staffel. Isolation und auf die einzelnen Abbrüche der Kandidaten. Hallo Yoshi. Der erste Teilnehmer in Staffel 1 damals in Schweden, der ausgeschieden ist, ja, nach nur wenigen Minuten könnte man sagen, war Niklas. Warum? Ihr erinnert euch, er hat am Baum geschüttelt, Verletzung auf dem Kopf, eine große Platzwunde. Digga, was? Und aufgrund der Position konnte er das allein war Ketchup. Einfach nicht einschätzen, ob das Ganze genäht werden muss oder nicht. Wäre er zu zweit gewesen, hätte die andere Person das vielleicht begutachten können und Niklas wäre vermutlich nicht ausgeschieden. Das Problem ist, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen, wie groß das ist. Die zweite Person, die ausgeschieden ist, ist Dave. Warum war das Ganze? Wie er da steht. Man, also, ja. Die generelle Überforderung mit der Situation. Er hat auch ein paar grundlegende Fehler gemacht, vielleicht bei der Lagerplatzwahl, beim Thema Essen, Trinken und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch dort in einem Zweierteam der Exit zu diesem Zeitpunkt nicht passiert wäre. Vielleicht ein bisschen später, aber... ich würde behaupten, in einem Zweierteam wäre Dave dort auf jeden Fall auch nicht ausgeschieden. Die dritte Person, die raus ist, war Bommel. Warum genau? Bommel. Irgendein Vieh war an seinem Zelt. Er hatte dann, glaube ich, irgendwas mit seinem Brustkorb, Herzschlag, dies, das. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen psychisch bedingt war, eventuell, Vieh war an seinem was Zelt, die Isolation Alter. Angeht. Und auch da glaube ich, wenn man jetzt zu zweit gewesen wäre, Alex, das Vieh am Zelt wäre nochmal eine andere Geschichte. Man ist zu zweit, man kann gucken, man hat einfach ja, ein größeres Vertrauen in sich und so weiter. Ja, aber das stimmt schon, aber jetzt in Staffel 3 hat doch eh keiner abgebrochen, weil er alleine versagt hat, oder nicht? Also natürlich hätten zum Beispiel Leute sich gegenseitig noch hochpushen können, aber keine Ahnung. Kann mir gut vorstellen. Muss ja auch nicht sein, dass beide, dass einer dann sagt, so motiviert ist und sagt, yo, wir machen jetzt weiter. Es kann ja auch sein, dass beide einfach reinscheißen, wisst ihr? Situation, wenn das Ganze kein Abbruch stattgefunden hätte.
Snickers. Und die vierte Person, die raus ist, war Fabio, aufgrund von Unterkühlung. Man muss dazu sagen, er hat sich natürlich eine ganz eigene Challenge gesetzt mit seinen zwei Gegenständen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dort in einem Zweierteam das Ganze eventuell auch nicht so passiert wäre, weil man ja eine Arbeitsteilung gehabt hätte. Das heißt, man hätte doppelt so viel Feuerholz eventuell gehabt. Man hätte sich auch gegenseitig mit der Körperwärme wärmen können. Also eventuell hätte Fabio mit den gleichen Gegenständen im Zweierteam das Ganze auch geschafft. Kommen wir zu Staffel 2. Die erste Kandidatin, die ausgeschieden ist, ist Nova. Ganz klar, Isolation alleine kam nicht klar mit der Situation. Also auch hier in einem Zweierteam mit einer guten Freundin oder einem guten Kumpel wäre das vermutlich auch nicht passiert. Und die zweite Person, die in Staffel 2 ausgestiegen ist, war Sabrina, weil sie irgendwann völlig entkräftet ihren Shelter nicht mehr aufbauen konnte. Eventuell wäre auch da eine Situation anders gewesen, wenn sie zu zweit unterwegs gewesen. Ja, aber es kann doch auch sein, dass einfach beide richtig down sind und sich nicht mehr gegenseitig motivieren können, oder? Es ist ja nicht immer so, nur weil man zu zweit ist, dass direkt dann alles besser ist. Ist ja meistens dann sogar, also wisst ihr? Die Arbeit hätte teilen können und weil man sich vielleicht doch noch ein bisschen motiviert. So, worauf will ich überhaupt hinaus bei diesem ganzen Recap? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Exits, die bisher passiert sind, in Staffel 1 und Staffel 2, also man braucht halt dann, das ist ja keine Ahnung, nicht passiert wären oder deutlich später passiert wären, wenn das Ganze zwei Personen, also eine Teams Edition gewesen wäre. Das würde ja heißen, wenn wir jetzt einfach sagen, ja, diesmal machen wir eine Teams Edition, dann kommen ja alle durch. Und deswegen dachten wir uns, warte mal, wir haben ja die Anzahl der Teilnehmer verdoppelt. Und ihr ahnt es schon. Lass uns doch auch gemeinsam einfach die Tage verdoppeln. Wir gehen von 7 Tagen auf 14 Tage. Ja gut, dann ist ja, also dann ist ja, dann scheiß auf den zweiten Mann, dann ist doch immer wieder, das ist doch wieder genauso schlimm, oder nicht? Oder nicht? Der zweite Mann, der jetzt dazukommt, wird wieder ausgehebelt, weil es 14 Tage lang geht. Das heißt, 14 Tage lang pure Wildnis, Hunger und eventuell den ein oder anderen Konflikt. Wir haben eine Teams Edition. Wir sind doppelt so lange draußen in der Wildnis. Boah, 14 Tage heißt es, krank, diesmal zu meistern. Und weil das alles noch nicht reicht und wir natürlich noch mehr neue Dinge sehen wollen, haben wir... Aber ich finde 14 Tage auch cooler als 7. Ich glaube, mit dieser Entscheidung spalten wir jetzt so ein bisschen die Community. Schreibt es gern auf jeden Fall in die Kommentare. Wir haben uns dazu entschieden, die kompletten Challenges, die Tages-Challenges abzuschaffen. Das heißt, im Endeffekt gibt es jetzt nur noch eine große Challenge und die heißt Überleben. 14 Tage lang draußen in der Wildnis klar. Aber da hat man ja gar nichts zu tun. Warum haben wir uns dafür entschieden? Ihr müsst euch vorstellen, und ihr habt es ja auch schon gesehen. Dann baut man sich so eine Hütte und das war's. Essen und trinken dann jeden Tag, das war's. Situation immer in einen Nahrungsmangel kommt. Ja? Selbst wenn man dort was findet, was fängt und so weiter, der Körper stellt sich um, der Körper wird schwächer, müder, ja, die Leistungsfähigkeit sinkt und haben immer extrem viel Zeit, Energie und alles Mögliche gekostet. Es war natürlich auch, teilweise waren coole Sachen dabei, aber ich fand, es waren auch sehr viele unnötige Sachen dabei und der Fokus wurde für meinen Geschmack zu sehr auf eine Gamification gerichtet, als auf das eigentliche und wirkliche Leben bzw. Überleben in der Natur. Ob ja gut, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also das stimmt. Bushcraft oder was auch immer nennen möchte. Aber dadurch, dass wir keine Challenges mehr haben, kann der Fokus jetzt komplett sein auf mal wirklich richtig geilen Shelterbau, weil die Leute sind 14 Tage draußen. Ja, ja gut, stimmt. Ich glaube, das ist nochmal das Ding. Weil das Ding ist, guck mal, jetzt sind die ja keine 7 Tage, sondern 14 Tage da am Überleben. Und wenn du nur 7 Tage da bist, kommst du so rum mit eventuell wenig Essen und so, aber wenn du dann 14 Tage da bist, dann glaube ich, ist mit Tageschallenges schon echt hart. Auf Nahrungsbeschaffung. Ich glaube, das wird diese Staffel wahrscheinlich sogar der Schlüssel zum Erfolg, ob du es schaffst oder nicht. Wir erinnern uns an die Abholung von Staffel 1 und Staffel 2. Wie waren die Leute drauf? Teilweise 7 bis 10 Kilo abgenommen, komplett ausgemagert, kraftlos. Irgendwie gerade so noch bis zum 7. Tag durchgehalten. Ja, genau. Weil die halt ein bisschen was gegessen haben, aber 2-3 Tage länger wäre dann nicht mehr gegangen, sage ich. Was glaubt ihr, wie viel von diesen Leuten hätten nochmal 7 Tage geschafft?
keiner außer Otto. Genau, aus diesem Grund soll der Fokus einfach mehr auf den echten Projekten dort draußen liegen. Das ist aber gut. Das finde ich gut. Wenn du dir unbedingt einen Floß bauen willst, weil das sinnvoll ist zum Angeln oder weil du auf eine andere Seite von einem Fluss kommen willst, dann mach das. Ist ja ein geiles Projekt. Aber wir wollen nicht mehr diese gezwungene Gamification, wo quasi. Ich habe Seven Rings Wild Staffel 2 nicht jede Folge durchgeguckt. Ich bin irgendwie habe ich ab und zu mal eine Folge geguckt, aber ja. Einfach nur in irgendwelche, ja, ich Sachen gar nicht investiert wurden, wo dann Leute irgendwelche Aufgaben erfüllen für irgendwelche Punkte. Ich meine, wir brauchen uns ja nur an Panama zurückerinnern. Ja? Sabrina hatte irgendwann nicht mal mehr Kraft, ihren Shelter irgendwie aufzubauen. Ja? Knossi hatte irgendwann völlige Halluzinationen. Sascha war ständig übel, war auch deutlich schwächer und so weiter. Und ja, die Frage ist, wenn die ganzen Challenges und die Energie dafür wegfällt, was kriegt dann ein Zwei-Mann-Team dort draußen gerissen? Was, ja, aber es ist schon geiler, dass wirklich der Aspekt mehr auf Überleben und halt auf Wildnis und so ist. Weil bei 14 Tagen musst du wirklich gut gucken, dass du da das schaffst. Bei 7 Tagen war es so, das kann man mit Ach und Krach irgendwie, wisst ihr? Stimmt schon, ist gut. Verlängert und sichert. Das heißt, es geht nicht mehr darum, irgendeinen Gewinner zu küren und irgendwelche Punkte zu sammeln, sondern alle Teams, die 14 Tage durchkommen, sind quasi Gewinner der dritten Staffel. Ja, auch gut. Und da muss man aber auch nochmal ganz klar dazu sagen, jeder einzelne Teilnehmer, beziehungsweise hier jedes Team, ja, die sich dieser Herausforderung stellen und dort ihr Bestes geben, sind für mich schon Gewinner. Weil die Erfahrungen, die die Leute dort machen, sind einfach prägend. Und ich glaube, ihr könnt auch die alten Teilnehmer fragen auf Instagram in ihren Streams, wie auch immer. Und jeder davon wird es bestätigen, dass es eine ganz spezielle und besondere Erfahrung ist. So, nächster wichtiger Punkt auf der Agenda ist natürlich ganz klar die Location. Und wir haben uns ja in Staffel 1 Gedanken gemacht, wir haben uns auch in Staffel 2 schon Gedanken gemacht, wo wir hingehen wollen. Und das werden die jetzt noch nicht sagen. Ein Ziel, eine Region auf dieser Erde ist eigentlich schon von Anfang an irgendwie auf dem Plan. Wir haben auch schon während der zweiten Staffel darüber gesprochen, heimlich im Hintergrund, welches Land wir wählen würden, welche Region, wenn es denn eine dritte Staffel geben würde. Das heißt, für euch jetzt was Neues, für uns steht das Ganze eigentlich schon sehr, sehr lange fest. Es ist Kanada bzw. Alaska. Ja, diese beiden Länder sind irgendwie für mich der Inbegriff von... Ist da nicht kalt? Wildnis, von Outdoor, von Abenteuer, von Survival. Ich selbst, das ist eigentlich der Gag an der Sache, war noch nie dort, will es aber natürlich auch. Nee, wait, da ist doch warm, oder? Das sind doch die Pink... alles gut, das ist Madagaskar. Unbedingt. Und ja, was würde da besser passen als eine dritte Staffel? Ja, vom Klima her sind wir wahrscheinlich ähnlich wie in Schweden. Ja, von den Temperaturen und ist kalt, oder? Ja, ich glaube schon. Vom Wetter her. Obwohl man das halt nicht. Ich dachte gerade ehrlich, die Pinguine von Alaska, Digga, es ist so geisteskrank. Mein Hirn ist so weg. Genau bestimmen kann. Kommt natürlich auch darauf an, ob man weiter nördlich ist oder südlich. Denn die Pinguine von Alaska, Digga, es ist so geisteskrank. Ja, Alaska und Kanada. King Julian, ich dachte ehrlich, King Julian. Ich dachte ehrlich, King Julian. Ich dachte ehrlich einfach. Maurizio! I can't move it anymore. Weil ich war auf Dschungel und so. Ist groß. Ihr merkt aber schon, ich spreche die ganze Zeit von zwei Ländern, das passt ja irgendwie nicht, denn Stand jetzt haben wir noch nicht zu 100% eine feste Location. Die gibt es noch nicht. Im Hintergrund laufen schon Recherchen, es wird demnächst Scoutings geben, wo genau man das Ganze macht. Es geht natürlich auch dann um die Infrastruktur. Ja, aber als ob die das sagen, ist ja dann scheiße, oder? Da gibt es doch dann safe Leute, die da campen und so. Safe Call. Mit dem Orga-Team, mit den Rettungsketten, gibt es dort irgendwie Helikopter vor Ort und so weiter. Ja, oder Boote, was gibt es für Möglichkeiten, Tierwelt. Von daher, wir wissen auf jeden Fall, dass wir das unbedingt dort in diesem Bereich stattfinden lassen wollen. Auch das. Ja, ihr schon mal ein Gefühl dafür kriegt, dass auch die Teilnehmer wissen, worauf sie sich einlassen. Aber final, wo, auf welchem Pin genau, steht Stand jetzt noch nicht fest. Ja, so, und jetzt fragt sich... Das würden die eh nicht davor sagen, oder? Also das wäre ja ehrlich saudumm, wenn die das davor sagen. Natürlich jeder, nachdem ich hier schon die ganze Zeit über alle möglichen Themen rede, wer sind die Teilnehmer? Welche Teams wird es geben bei Staffel 3? Die gibt's noch nicht, oder? Wir haben uns im Hintergrund schon ein bisschen Gedanken gemacht und so ein paar Wunschkonstellationen rausgesucht, aber ja, uns würde natürlich auch extrem interessieren, wen wollt ihr dort gemeinsam sehen?
Was sind so eure Teams, eure Duos, die unbedingt in der dritten... Ich wünsche dir viel Spaß in Kanada zu campen. Chat, ich, no joke, ich würde nicht mitmachen. Selbst wenn ich eingeladen werden würde, ich würde sterben. Staffel mit dabei sein soll. Da bin ich auch ganz ehrlich. Digga, no joke, bevor ich da mitmache, 2 Tage in Alaska hock, in meinem Iglu, Digga, was einstürzt nach dem 2. Tag, soll lieber jemand mitmachen, der ein bisschen länger durchhält. Schreibt es auf jeden Fall mal jetzt in die Kommentare und auch ganz wichtig, schreibt gerne mal eure Begründung dazu. Also warum sind diese beiden, die ihr euch da aussucht, die perfekten Kandidaten? Das Schöne ist, morgen gibt es direkt ein weiteres Video. Wie würdest du sterben? Ich würde über eine Bergspitze gehen, nicht rüber gucken können, dann steht da ein Eisbär und der beißt mir den Kopf. Und zwar zur neuen Gegenstandsregelung. Gegenstandsregelung auch, ja. Plus, Digga, als ob ich eingeladen werden würde, Digga. Wer will mich denn in so einem Format haben? Und ihr könnt euch vorstellen... Es gibt so viel coolere Leute als mich, die da mitmachen können, die viel mehr Content sind als ich. Hätte es geahnt, auch hier wird mal wieder alles ganz anders. Fritz ist so schlau, der macht einfach 10 Videos, was sich alles ändert. Das ist so geil. Also deswegen auf jeden Fall den Fritz Meinecke Live-Kanal, auf dem ihr gerade seid. Abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und natürlich auch den offiziellen 7 vs. Wild-Kanal, der auch nochmal unten verlinkt ist. Und dann würde ich sagen, tschö, wir sehen uns. Ich hab Bock, mich interessiert auch, wer da mitmacht. Und